Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. In der letzten Runde ist uns ja gerade mal das Ding abgeschmiert, das Spiel hier, was so semi-gut ist. Und so, jetzt muss man mal gucken, Meisterbogen bringen, das müssen wir tun. Dann machen wir das eben auch mal. dafür muss ich jetzt... Wo bin ich denn hier? Ah. Nee. Ach doch, ich bin jetzt hier, wo es da unten dann durchging. War hier eigentlich noch was? Ich glaube nicht. So, mal eben ganz kurz gucken. Gräber, da fehlt uns noch eins. So. Ich habe übrigens mal geguckt mit den paar Punkten, die aktuell noch offen sind. Achso, das können wir einsammeln hier jetzt mittlerweile. Finde ich wieder gut. Und zwar, ich habe ein paar Punkte... Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Ich habe mir ein paar Punkte mal angeguckt. Und zwar, die eine Herausforderung, die beispielsweise noch gefehlt hat, habe ich mittlerweile gefunden. Beziehungsweise ich habe rausgefunden, wo die Herausforderung herkommt. Ist ganz lustig eigentlich. Wenn man es weiß, ist es total einfach. Ja, und wenn nicht, dann sucht... Okay. Haare bürsten anders, oder wie? Okay. Ja, ordentlich. Ach, die Läuse müssen aber mal raus hier. Ach, diese Läuse. Ach, Mann. Ach, der Typ könnte sich echt mal waschen. So, Entschuldigung. Ich fand das gerade so mega lustig. Der schwebt hier in der Luft. Das ist total geil. Ja, sehr schön. Gut, wir machen erstmal eine Nebenquest jetzt. Also wir bringen mal die Quest jetzt ab. Wir haben den Meisterbogen gefunden. Wir haben den Uhunal, Ahunal, Uhuanal, Uhanul. Wie heißt der? Ich weiß es gar nicht mehr, wie der heißt. Haben wir ja ganz erfolgreich besiegt, sag ich mal. Indem wir einfach den Leoparden getötet haben. So. Und genau. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt, was die Herausforderung in dem anderen Gebiet ist. Und ich habe mal geguckt, wie das mit dem Grab eigentlich ist. Weil wir haben ja noch ein Grab hier an dieser Stelle. Und das haben wir aus irgendeinem Grund... war das hier? Nee, wo war das? Kommen wir jetzt wieder in die Höhle rein. Ach, hier. Und zwar ist es tatsächlich so, man kann diese Höhle, wo die Lara ihre Waffe da so zurechtrückt und alles, die kann man tatsächlich lösen. Das war nur etwas verwirrend an dieser Stelle, aber das machen wir auf jeden Fall noch fertig. So. Der Meisterbogen, das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Mhm. Und der Nawal, bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Uchu, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Etzlis Vater Sairi, als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Uchu. Juhu. Was war das? Oh. Uhumi lubaka hawe, tupayal tantesh, ahas kuntesh, lektumben kahbalila. Ek kamikesh yetel kima kolal, te ahau kim besahila. Etzli, upalu nuratu yetel sairi, manen. Upayoki lahtoxaje, chup yetel ujitsatil, achilankalabilob, chenshi kintech,
Beyo akusholale, janu yantal tiketil, yetel yatzil. Leagnajal batele, chup yetel umuka chilankalabilov. Chimpoltek beyo, tuyanakabe, anak kochil yetel tohil. Yetel teche, tankelem etzli, chupech yetel tumben kintzilov. Betabaj juntul pekanahawil, tas ala bolal, tas yakunaj. Tialelo makutal, apat katalak tujun, lechich olalilo, tsaawoli, yetel betu beital takahnalil. Ukahnalil paititi, yetel kimakolal, kintashik tesh etzli, upalil unuratu yetel zairi, atumben akawesh. Applaus, ja, Etzli. Sehr schön. Überreste Mancos Tunica. Mancos Tunica, eine einfache und robuste Tunica, die irgendwas macht. Keine Ahnung. Okay. So. Oh, jetzt muss ich ganz kurz. So, hatte ich gerade einen Frosch im Hals. So, jetzt geht's aber wieder. So, dann haben wir hier alles fertig. Zack, 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 zack. Es fehlt nur noch dieses Grab hier. Und passt auf, das machen wir jetzt. Hört. Schnellreise. So, jetzt muss ich gucken. Das war... einmal, das war doch hier, oder? Unterirdischer Fluss. War das Grab hier? Ich glaube schon, oder? Das müsste hier direkt gewesen sein, glaube ich. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Und zwar ist es so, ich hatte ja den Gedankengang sozusagen, dass man zu zweit sein muss, dass man das löst, weil das irgendwie... ja, der Punkt war, ich schaffe das nicht allein oder sowas. Irgendwas war da, ja. Ich krieg's nur gerade nicht mehr genau hin. So, die Frage ist jetzt... Das ging doch... Wo ging das hier lang? Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her tatsächlich. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, wir sind hier richtig. Geil. So. Also. Das hier kann man lösen angeblich. Und zwar... tretbares Floß. Ja, jetzt passt auf. So, geht das schon? Ne, geht noch nicht. Wir müssen nochmal treten. Zack. So. Und nochmal treten. So, jetzt passt auf. Zack. Lack. Es geht los. So, jetzt haben wir das. Der Punkt ist nämlich, sie sagt lustigerweise, alleine schaffe ich das nicht. Ja, so, das Problem ist aber, ich wusste nicht, dass ich das Floß da anketten kann. So, jetzt schieben wir das Ganze mal hier raus. Jetzt kommt nämlich das Wasser. Und jetzt passiert Folgendes. Durch das Seil... Ja, der Weg ist frei. Genau. Jetzt hebt das Ding nämlich das Tor hier an. Da bin ich partout nicht drauf gekommen. Da bin ich einfach nicht drauf gekommen das letzte Mal. Aber so funktioniert das hier. Dann können wir das Grab hier auch abschließen. Das war ein bisschen tricky, das muss ich echt gucken. Weil das echt bescheuert war. Weil sie gesagt hat, sie schafft das nicht alleine. Und ich dachte echt, wir müssen halt hier mit jemandem anderen noch her in dem Zuge. Aber dem ist nicht so. Man muss hier einfach nur das Floß benutzen. Und das habe ich echt nicht gerallt. Aber ja. Ich habe es zum Glück dann... Also ich habe es nochmal gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob das überhaupt geht. Und dann kam eben die Lösung hier schon. So. Ich drehe mal kurz den Hebel hier. Lass mich ja vielleicht mal gucken, ob da oben was ist. Das wäre vielleicht ganz clever gewesen. Da oben wäre noch eine Ader gewesen. Aber ich wollte das Dingens hier aufmachen. Oh Scheiße. Ich
So, wer lebt denn noch? Komm her. Ich muss da rauf. So, klack, erstmal looten hier, ganz wichtig. Ja. Drum hat sie auch die Pistole gezückt, wenn man hier reingeht. Weil hier ganz Erfolg... Achso, halt, ich wollte hier hoch. Ich wollte das, den Wasserpegel nochmal steigen lassen. Weil ich würde nämlich sehr gerne diese eine Ader machen. Da würde mich nochmal umgucken dann. Da war ich zu schnell. Da war ich viel zu schnell unterwegs jetzt gerade. So. Gut. Passiert. Manchmal kommt man ein bisschen schneller da leider bloß zu Potte. Beziehungsweise manchmal bin ich zu übereifrig sozusagen. Und dann passiert genau sowas hier. Und das sollte man natürlich grob versuchen zu vermeiden. So. Okay, so, wir müssen hier hoch. Das heißt, ich vermute jetzt einmal, dass wir das Floß wieder brauchen. So. Okay, so, hier kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen tatsächlich da dann hoch. Und das heißt, wir müssen das Floß noch ein bisschen hier durch die Gegend kicken. So. Hallo. Hallo? Sehr schön. So. Und jetzt hier lang. Klack. Das Floß müsste an eine nützliche Position. Ich bin doch schon dabei. Mensch, Lara, jetzt bleib doch mal locker hier. So, jetzt müsste das... Muss darauf. Jetzt müsste das passen, weil ich muss nämlich da hoch. Und jetzt lassen wir den Wasserpegel nochmal steigen. Was halt toll ist, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir jetzt in einen Schritt sparen können. Es ist ein Träumchen. Es läuft ganz gut, muss ich sagen. So. Dann hier Wassermarsch. Und weiter geht's. Jetzt müsste das Floß nämlich hier oben, müsste jetzt nämlich hochsteigen. Jetzt können wir dann drauf und können dann hier hochspringen. Ich muss da rauf. So, zack. Und schon haben wir es geschafft. Yippie. Und hier ist Munition. Das heißt, wir werden gleich wieder angegriffen wahrscheinlich. Aua. Wow. Oh. Das war cool. Da bin ich genau im richtigen Moment ausgewichen. So, irgendwie ist er aber noch hier, oder? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ist hier jetzt noch jemand oder nicht? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ich glaube, den Bogen hat sie wieder weggepackt, also müsste eigentlich passen. So, dann können wir wieder Holz einsammeln. Klack. Okay, haben wir das. Und da oben liegt noch... Ach ja, den habe ich ja noch... Im Laufschritt habe ich den weggeschnetzelt. Gut. Sag mal. Kann ja wohl nicht... Ich muss den Wasserstand anheben. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. So. Okay, da oben ist das Ding. Ich muss den Wasserstand anheben. Ja gut, dann machen wir das halt mal. Das dürfte von hier genauso gehen. Das Floß, das kann ich nicht mehr benutzen. Was? Das Floß müsste an eine nützliche Position. Ah, okay. So. Vielleicht kann das Wasserrad etwas ziehen. Okay. Okay, schau jetzt los. Das Floß müsste an eine nützliche Position.
Zack. So. Ich muss darauf. Ah, check, weil das Floß jetzt. Ah, okay, das Floß fliegt jetzt, schwimmt dann jetzt weiter. Und jetzt kann ich hier dann hoch, weil das Floß dann weiter schwimmt. Okay, gut zu wissen. Das Floß müsste an eine nützliche Position. Ja, bist du schon da? Wollt ihr schon nicht mehr, oder? Brauche ich das noch? Nee. Ich kann jetzt hier einfach hoch, oder? Das Floß müsste an eine nützliche Position. Ich bin gerade überlegen, das müsste doch jetzt hier gehen, oder? Okay, geht doch nicht. Yeah. Das Floß müsste an eine nützliche Position. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ach, ich hätte da rechts hochgemusst. Ah, check, ich muss hier hoch. Das ist dann der Weg nach... Nee, warte mal, hä? Wo geht's denn hier hin? Das Floß müsste an eine nützliche Position. Was ist denn das hier? Also ich komme da dann über die Schnur, komme ich da hinten wieder raus. Ist das hier einfach nur, um Leute zu trollen, oder hat das noch eine andere Bewandtnis? Das Floß müsste an eine nützliche Position. Ach, da, warte mal, da oben ist noch so ein Seilzug hier, warte mal. Das sehe ich jetzt erst, dass da so ein Seilzug, was macht der? Das Floß müsste an eine nützliche Position. Okay. So, dann machen wir das jetzt mal. Die Strömung treibt das Floß ja immer weiter. Das ist ja okay. Was mich nur gerade wundert, ist ein bisschen... Das Floß müsste an eine nützliche Position. Was das Ding da oben soll. Oder ist einfach, dass ich das Floß dann festbinden kann. Weil hier komme ich hoch, aber das bringt mir eigentlich relativ wenig. Halt, stopp. Ah! Tut's jetzt hier was? Okay. Irgendwas hat sich jetzt getan. Ich weiß aber nicht was. Irgendwas ist jetzt passiert gerade. Also entweder war es einfach nur so ein Soundeffekt, der da gerade getriggert hat, oder okay, das Seil glitscht hier schon mal durch. Nee, ich komme da hinten, komme ich gar nicht hoch. Ich dachte, ich komme da hoch, aber das geht gar nicht. Ich musste irgendwie von da oben hin. Hä? Ach, ich bin Idiot. Ja, ich bin Idiot. Jetzt weiß ich wie. So, jetzt passt auf. Klack. So. Es geht weiter. Oh, hört das nie auf? So. Au! Wo ist er? Ist noch irgendwo einer? Nein. So. Das Floß müsste an eine nützliche Position. So, jetzt pass auf. Der ist doch bestimmt jetzt hier noch angekettet, oder? Nee. Das Floß müsste an eine nützliche Position. Das war, glaube ich, schon richtig, ne? Ich war bloß zu langsam jetzt. Ich glaube, das war richtig. So. Ich mache noch neue Pfeile, einfach nur, dass wir genügend haben.
Also ich hoffe zumindest, dass es richtig war. Wir haben was getriggert, als wir das verbunden haben. Also ist das auf jeden Fall vom Handling hier richtig. Ja, es geht nach oben. Wir haben noch nicht so genügend so viel Zeit. Ah, komm her. Jetzt sollte ich höher hinaufkommen. So. Ich muss mit dem Floß zu dem Baum. So. Ich muss mit dem Floß höher kommen. Das Ding spannt ganz schön gerade, das Seil. Das hört man auch so ein bisschen. So dieses Knatsch. Das ist gerissen. So. Man hat tatsächlich nicht endlos Zeit. Man hat so einen gewissen Timer einfach in dem Zuge. So. Haben wir das auch gelöst. Hervorragend. Tada. Cool. Haben wir das auch. Wer immer es war, hier bestattet zu sein, ist eine Ehre. Pranke des Jaguars. Erhöhte Chance, Feinde mit Nahkampfangriff niederzuschlagen. Quest abgeschlossen. Alter Aquädukt. Schön. So, dann haben wir es auch gelöst. Geil. So, dann können wir jetzt raus. Weil hier haben wir jetzt alles. Sehr cool. So, haben wir das auch gelöst. Habe ich mich ein bisschen blöd angestellt, gebe ich zu, aber naja. So, die verborgene Stadt. 100% abgeschlossen. Geil. So, dann Schnellreise. Jetzt passt mal auf. Alles so. Cozumel, 100% abgeschlossen. Dann haben wir hier der peruanische Dschungel, haben wir auch zu 100% abgeschlossen. So. Dann haben wir hier Prüfung des Adels. Das müssen wir ganz kurz mal gucken, wie ist denn das markiert? So, peruanischer Dschungel. 100% abgeschlossen. So, dann haben wir hier Kuwakiaku, 92% abgeschlossen. Da fehlt noch ein bisschen was. So, das Geile ist, für die Tomb Raider schon gespielt haben, die das auch wissen, wo hier die fehlende Herausforderung noch ist, beziehungsweise die so rausgefunden haben, herzlichen Glückwunsch. Für Leute wie mich, wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. So. Und zwar. Jetzt passt auf. Das wird jetzt eine Herausforderung. Das wird tatsächlich jetzt eine Herausforderung. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, jetzt passt auf. Die Herausforderung. Jetzt sind die Ölfässer. Bin ich in 1000 Jahren, wäre ich da nicht drauf gekommen, dass es die Ölfässer sind. Und es kann durchaus sein, dass ich gesehen habe, dass die gelb leuchten, aber ich bin da einfach, ich bin nicht drauf gekommen. Also von daher, wer es wusste, wer es von selbst rausgefunden hat, meinen absolut herzlichsten Glückwunsch. Ich, keine Chance. So, jetzt ist nur die Frage, ich weiß, hallo, so. Ach, das sind, glaube ich, Herausforderungen hier, Herausforderungspflanzen noch, ne, weil die waren nämlich voll gerade. So, 2 Stück haben wir, es fehlen also noch, 3, glaube ich, fehlen noch. Ich habe nur keine Ahnung, wo die sind. Also das würde jetzt ein bisschen ein Gesuche werden. Es macht es natürlich einfacher, das Ganze. Huch, was war das? Achso, Spinne. Es macht es natürlich von Anfang an etwas einfacher, wenn man weiß, wonach man sucht, weil dann kann man nämlich auch gleich von Anfang an die Fässer zum Explodieren bringen, wenn man daran vorbeiläuft. So, weil ich weiß nämlich wirklich nicht, wo die alle sind. So, jetzt machen wir es mal hier knack. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen umschauen. Wir müssen ein bisschen durch die Stadt laufen. Die Federn nehmen wir. Hallo?
Haben wir mitgenommen. Okay, sehr schön. So. Also, wir machen jetzt noch die Fässer platt. Was fehlt hier eigentlich noch? 18, 18, 10, 10, 14, 14, 3, 3, 2 von 3. Es fehlt noch... Es fehlt nur die Herausforderung noch. Dann haben wir es. Geil! Also gut. Das kriegen wir noch fertig. Definitiv kriegen wir das fertig. Die Frage ist nur tatsächlich... Ich weiß nicht, ob die auch jetzt hier drin sind. Können wir die hier eigentlich mitnehmen jetzt? Wieso habe ich die das letzte Mal nicht mitgenommen? Ist die respawned jetzt oder habe ich die vergessen mitzunehmen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die vergessen habe mitzunehmen. Nee, hier ist nichts mehr. Da unten war, glaube ich, kein Fass. Das wäre mir aufgefallen. Beziehungsweise, ich hätte es mir hoffentlich gemerkt. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Hoch. So, da müssen wir jetzt mal gucken, wo jetzt die zwei fehlen, glaube ich, noch, ne? Zwei oder drei Fässer fehlen noch. Aber das kriegen wir alles noch hin. Und dann haben wir Tomb Raider. Ich weiß gar nicht, haben wir da noch irgendwo was anderes, wo uns was fehlt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, dann haben wir alles. Was ist hier denn noch? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Habe ich das echt nicht mitgenommen, diese Golddinger? Waren wir voll? Waren wir voll und ich habe die nicht mitgenommen? Ich bin mir gerade unschlüssig, weil ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Das wirkt gerade alles ein wenig random, dass wir da noch sowas finden. Aber es kann auch sein, dass ich einfach vorbeigelaufen bin. Weil wir einfach keinen Platz mehr hatten. Darum konnte ich es nicht mitnehmen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber es wäre zumindest eine kleine Erklärung für das Ganze. So, hier ist nichts. Da ist noch ein Fässlein. Zack. 4 von 5. So, eins fehlt noch. Einmal kann ich das mitnehmen? Alles voll. Nee. Ich kann nicht mehr tragen. Dachte gerade, da war ein X zum Benutzen. Und da ist das letzte. So, das war's. Herausforderung abgeschlossen. Spritzöl. Sehr schön. Haben wir das auch? Cool. So, Kuwak Yaku. 100% abgeschlossen. Geil. Pass auf, wenn wir schon mal Händler haben, dann springen wir kurz mal zu der hin. Und... Gerne doch. Hi. Ja, die Trommel brauche ich nicht unbedingt. So, verkaufen. Verkaufen. So, Leuchtmunition, Furchtpfeil. Wir haben fast 30.000 Gold, das ist sehr schön. Also wir haben ein bisschen was zum Ausgeben. So. Kann ich das mit der Maus hier machen? Das geht, glaube ich, einfacher, oder? Oder hakt der dann trotzdem fest? Okay, ich sehe. Cozumel, 100%. Schnellreib. Peruanischer Dschungel, 100%. Dann geht's weiter. Es bringt auch nichts, wenn man das mit der Maus macht. So, Kuwak Yaku, 100%. So, dann haben wir hier Prüfung des Adlers, haben wir 100%. Ne, komm her. Dann die verborgene Stadt, haben wir auch 100%. Bauch der Schlange haben wir abgeschlossen. Was haben wir hier unten? Ich weiß es nicht. Ach komm, machen wir es mit dem Controller. Das ist, geht euch besser und schlechter. Kopf der Schlange haben wir auch abgeschlossen. So. Wie komme ich jetzt hier? Was war das hier? Verborgene Stadt war das, ne? Verborgene Stadt, 100%. So, dann haben wir das hier, das Sinot. Haben wir auch 100% abgeschlossen. Dann hier Bergtempel, haben wir auch 100%. Dann hier Porvenir-Ölfeld, haben wir auch 100%. Hervorragend. Mission von San Juan, auch 100%. Was haben wir hier? Mission von San Juan. Ach, das war jetzt hier praktisch dann, wo hier alles so
verwüstet ist. Okay, da hinten ist alles ein bisschen kaputt. Gut. Dann haben wir es eigentlich. Dann können wir jetzt echt hier weitermachen und können alles abschließen. Dann haben wir es. Dann haben wir das ganze Spiel jetzt durch. Wir haben alles gemacht. Ich bin traurig. Ich bin sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Wir haben das Spiel durch. Also, klar, es fehlt die letzte Mission offensichtlich noch. Aber wir haben alles gemacht, was es irgendwie zu machen gibt. Es wirkt gerade so... die verborgene Stadt, ja. Habe ich irgendwo eine Gesamtübersicht eigentlich? Nebenmissionen. Artefakte. Lara's Notebook, ein Bericht meiner Jagd auf Trinity. Ja, aber wir haben ja alles. Der Widerstand. Da fehlt noch was. Aber gut, das können wir jetzt praktisch noch machen wahrscheinlich. Nebenmissionen. Cozumel. Ich frage mich gerade übrigens, wir haben hier Cozumel, Nebenmissionen, Artefakte. Wie komme ich denn hier weiter? Keine Ahnung. So, hi. Ah, so nachle ich batelo. Du katene ni polal. Joksal tu lakal bas tabetach. Okay, jetzt spricht komischerweise die einheimische Sprache und nicht mehr Deutsch. Das ist irgendwie komisch. So, Fähigkeitenpunkte. Wir haben 2 Fähigkeitenpunkte. Wir können irgendwas noch sinnlos ausgeben. Ich habe keine Ahnung. Ach komm, lass das hier machen. So, okay. Dann Inventar. Vollständig verbessert. Wir haben wirklich alles definitiv gemacht. Ach ja, schön. Gut, dann haben wir's. Dann fehlen noch 8% vom Spiel. Dann haben wir alles durch. Dann mache ich jetzt ganz kurz Folgendes. Nein, ich mache keinen Cut. Ich gehe speichern. Zack. So, ich speichere eben mal. Nur für den Fall nämlich, dass es mehrere Enden gibt, würde ich gerne speichern. Ich weiß es nämlich. Es hat sich nämlich so angehört, dass es mehrere Enden tatsächlich gibt. Oder dass es eine Entscheidungsmöglichkeit gibt. So rum. Weil man muss ja reinen Herzens sein, wenn man die Schatulle öffnet und ich interpretiere da einfach etwas rein. Und darum bin ich da vorsichtig. Man konnte ja im letzten Tomb Raider-Teil auch eine Entscheidung treffen. Und Punkt ohne Wiederkehr. Nachdem sie mit Ashley gesprochen haben, ist die Schnellreise deaktiviert, bis sie das Spiel abgeschlossen haben. Okay, Ashley, los geht's. Ach, kommt nochmal ein Hinweis. So, nachdem sie mit Ashley gesprochen haben, ist die schnelle Reise nicht mehr verwendbar, bis die Story-Kampagne abgeschlossen ist. Sind sie bereit, sich Kukulkan zu stellen?